Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Web Talks aus der Reihe OER Finden und Erstellen für Lehrerinnen und Lehrer. Mein Name ist Christina König und ich bin als Transferpartnerin für den Bereich Schule bei OER Info tätig unter anderem. Und in unserem heutigen Web Talk geht es um das Thema Fundgruben für Open Educational Resources im Internet Teil 2. Es gab bereits einen ersten Teil dieser Reihe oder dieser Mini-Reihe in meinen Web Talks und da habe ich euch Fundgruben im Internet allgemeiner Natur gezeigt, insbesondere Suchmaschinen für OER und auch fächerübergreifende Portale. Da die Landschaft dieser Fachportale mittlerweile wirklich sehr, sehr groß und sehr üppig ist, habe ich mich dazu entschlossen, einen zweiten Teil dieses Web-Talks anzubieten und euch also ein bisschen spezifischer einzuführen in die Thematik dieser Fachportale. Es gibt nämlich viele, die sich einem bestimmten Fachbereich verschrieben haben oder einzelne Fächer tatsächlich auch herausgegriffen haben. Und ich habe davon heute einige ausgesucht und würde euch gerne auf einen kleinen Rundgang durch diese Portale mitnehmen und euch zumindest einige davon ein bisschen näher zeigen, wie sie funktionieren, was ihr darauf findet und welche Besonderheiten es dabei gibt. Ich habe euch auch eine Präsentation dazu mitgebracht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Und dass ihr jetzt alle die Startfolie seht mit dem Titel meines Web-Talks. Und ich gehe gleich zum ersten Beispiel. Zwei Sätze vielleicht noch vorneweg. Ich habe euch vier Beispiele für solche Fachportale heute mitgebracht, die eben unterschiedlich funktionieren. Einige davon bieten euch auch die Möglichkeit, ganz klassische Arbeitsblätter herunterzuladen und auch zu bearbeiten. Und einige funktionieren mehr oder weniger komplett online. Und ich starte mit der Plattform Serlo und gehe mal auf den Link. Hoppla, zu weit. So sieht die Plattform Serlo auf der Startseite aus. Auf Serlo finden LehrerInnen und Eltern, aber natürlich auch Lernende, alle möglichen Materialien in erster Linie aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Ihr seht es hier schon auf der Startseite. Wir haben hier ein paar Icons für Mathematik, Nachhaltigkeit und Biologie. Relativ neu ist die Alphabetisierung. Also direkt über diese Buttons könntet ihr schon einsteigen und recherchieren, was ihr auf Serlo alles finden könnt. Ihr könnt auch über dieses Dropdown-Menü die einzelnen Fächer direkt anwählen, um ein bisschen zu stöbern, was ihr darin finden könnt. So ein paar Worte zu Serlo, wie das Ganze aufgebaut ist und funktioniert. Ihr seht hier oben auch schon die Reiter Community registrieren und anmelden. Serlo ist ein e.V. und ist Community-basiert. Es funktioniert ähnlich wie die Wikipedia. Also Serlo lebt davon, dass eine Community sich um die Plattform kümmert, Inhalte erstellt und auch zur Verfügung stellt. Wie ich vorhin, vielleicht ist euch das aufgefallen, auf meinem Screenshot in der Präsentationsfolie schon so ein kleines Sternchen drauf gebappt habe. Alle Inhalte von Serlo sind selbstverständlich OER. Und eine weitere Besonderheit, Serlo ist werbefrei. Deswegen werdet ihr auch hier oben einen Button Spenden finden. Also wer sich da beteiligen möchte, kann da auch spenden. Denn auch diese Plattform muss natürlich betrieben werden. Ansonsten kann man, wie gesagt, als Lehrkraft oder auch sonst als Mitwirkungswilliger seine Materialien hier hochladen. Die werden dann von einem Redaktionsteam geprüft und bei Eignung freigeschaltet. Ich möchte euch in aller Kürze zeigen, wie das funktioniert. Ich habe schon kurz die Buttons erwähnt. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Button Mathematik. Und ihr seht, es öffnet sich die Startseite aus diesem Bereich. Und ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, weiter Ergebnisse zu filtern. Ihr könnt entweder hier nach Schulart oder auch in die Prüfungen reingehen.
Ihr habt natürlich immer rechts oben den Suchschlitz für die Schlagwortsuche. Wer sich aber einfach einmal etwas umsehen möchte, hat die Möglichkeit, hier nach unten zu scrollen, sich ein kleines Video anzusehen, ein Thema auszuwählen oder nach weiteren Schlagwörtern oder Fragestellungen für die Hochschule beispielsweise zu recherchieren, nach Lehrplänen etc. Um euch kurz zu zeigen, wie Serlo funktioniert, gehe ich mal in das Fach Geometrie zum Thema Dreiecke. Und ihr seht, hier öffnet sich ein Unterkapitel der Geometrie und ich bekomme alle möglichen Angebote zu dem Thema Dreiecke, Vierecke, Kreise etc. Ich kann mich also weiter durchklicken in einem Auswahlmenü und bekomme also gleich eine Auswahl von 14 weiteren Untermenüs, die sich hier gleich öffnen werden. Und ihr seht hier, so ist das bei Serlo gegliedert. Ihr könnt auswählen unter anderem zwischen Artikeln, Videos oder auch Aufgaben. Die kann man sich hier aufrufen. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel, wie man beispielsweise den Distanzunterricht auch aufhübschen könnte. Ihr könnt diesen Link, ihr seht, das alles ist ohne Anmeldung einfach frei zugänglich und ich kann, wenn das gerade in meine Unterrichtseinheit passt, diese Aufgabe beispielsweise zu den Dreiecken auswählen und per URL an meine Schülerinnen und Schüler verschicken, um die selbstständig zu Hause üben zu lassen, dieses Thema über die Dreiecke. Man kann das direkt hier online ausfüllen, überprüfen lassen, wenn ich etwas falsch ausgefüllt habe, dann kann ich natürlich diese Frage wiederholen. Also ihr seht eine sehr schöne, kompakte Übersicht von Themen, insbesondere aus der Naturwissenschaft, aus den technischen Fächern, bei der man sich auch anmelden und mitmachen kann. Die Inhalte, wie ich schon erwähnt habe, auf Serlo sind CC by SA, also OER. Das bedeutet, man darf sie unter der Bedingung der Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen frei verwenden. Das ist eine der klassischen OER-Lizenzformen. Wir werden die auch gleich noch bei zwei weiteren Beispielen sehen. Mein nächstes Beispiel, Memucho, verwendet eine noch offenere Lizenzform, nämlich die CC BY. Das heißt, wenn man die Inhalte von Memucho verwenden möchte, dann bedarf es nur einer Namensnennung und ansonsten bin ich frei, mit diesen Inhalten zu verfahren. Ich zeige euch natürlich gerne noch diese Plattform. So, auf Memucho findet ihr Lerninhalte und die Besonderheit bei Memucho ist, dass man interaktiv und auch personalisiert lernen kann. Auch auf Serlo hattet ihr eben einen Einblick, dass es eine gewisse Interaktivität gibt. Auf Memucho sind sehr viele H5P-Inhalte beispielsweise auch integriert, auch weitere interaktive Formate. Und ihr seht auch hier auf der Startseite, es gibt übergeordnete Rubriken. Auch hier finden wir nicht nur Inhalte, die zur Schule passen, sondern auch fürs Studium, zum Allgemeinwissen und auch Besonderheiten wie Zertifikate zum Beispiel zum Thema Sportbootführerschein, Einbürgerungstest und dergleichen mehr. Ich bleibe aber jetzt hier im Bereich Schule. Mein Webtalk richtet sich ja eigentlich in erster Linie an Lehrerinnen und Lehrer. Und ich möchte euch mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Auch hier habt ihr, wie bei den anderen Plattformen, auch die Möglichkeit, ein Schlagwort in den Suchschlitz einzutragen oder ihr geht in eins der Fächer, die hier angeboten werden. Ihr seht, hier habt ihr also alle Fächer des Schulunterrichts. Also es gibt keinen Schwerpunkt im naturwissenschaftlichen Bereich. Einfach mal kurz zeigen, gehe ich in den Bereich Schule und ihr habt hier 11 Unterthemen und 540 Fragen, also eine reiche Auswahl. Wir stöbern ganz kurz und ich gehe in den Bereich Steinzeit und ihr seht, ich habe hier von übergreifenden Fachartikeln, Bildern bis hin zu verschiedensten Lernthemen, Lernsitzungen, die ich hier anwählen kann, alle möglichen
Themen, die zum Thema Steinzeit passen. Ich kann mir diese Tests, diese Quizze hier entweder gleich im Netz vornehmen und kann ein Quiz spielen, bekomme natürlich auch das entsprechende Feedback. Wenn ich ein Quiz öfters spielen möchte, habe ich eben die Möglichkeit, mein Memucho zu personalisieren. Zu diesem Zweck muss ich mich einloggen, also vorher registrieren. Das ist kostenfrei und habe dann die Möglichkeit, mir Listen und Lernquizze immer wieder auf meinen eigenen personalisierten Lernstand zu legen, um dann von dort aus weiterzulernen, wenn ich den Bedarf habe, bestimmte Themen oder bestimmte Bereiche zu vertiefen. Darüber hinaus kriege ich auch immer die Information, wo das Wissen herstammt. Also ihr seht, ein wirklich schönes Angebot, das sich auch ebenso wie Serlo gut dazu eignet, im Distanzunterricht eingesetzt zu werden. Als nächstes Beispiel habe ich euch die Plattform Sego Geschichte mitgebracht. Wir steigen jetzt also mit Sego wieder in ein Portal ein, das tatsächlich sich einem Fach verschrieben hat, nämlich der Geschichte. Etwas sperrig, dass die Abkürzung Sego steht für selbstgesteuert entwickelnder Geschichtsunterricht. Die Plattform ist ein Projekt der Uni Köln. Das sorgt auch für Werbefreiheit hier auf dem Portal. Das ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt, dass wir jetzt bei den hier vorgestellten Beispielen also keine Werbung haben. Das ist ja häufig auch ein Problem beim Einsatz im Schulunterricht. Hier haben wir also da bei den Beispielen, die ich euch heute mitgebracht habe, bei allen vieren die Werbefreiheit garantiert und kann somit also das ganz prima im Unterricht einsetzen. Selbstverständlich ist auch Sego Geschichte komplett mit OER-Materialien gefüllt. Wir haben hier wieder eine CC by SA, also Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen bei den Materialien. Ihr könnt das also als wunderbar und sehr bequem für euch einsetzen, weiter verbreiten und auch abändern für die Zwecke, die ihr gerne haben möchtet. Ich habe auf Sego verschiedene Möglichkeiten, die Bestände anzuzapfen. Ich kann entweder über Lernmodule gehen. Ihr seht, das ist hier über Überbegriffe geordnet. Selbstverständlich, wie überall sonst auch, die Schlagwortsuche, die mir hier geboten wird. Man kann Informationen für einzelne Interessentengruppen aufrufen oder natürlich auch über Sego mehr erfahren. Ich zeige euch kurz, wie das funktioniert, auch hier mit der Steinzeit, um euch zu demonstrieren, was ihr darauf findet. Hier haben wir also ein Kapitel über die Höhle von Lascaux mit verschiedensten Einstiegsaufgaben. Hier beispielsweise ein Text zum Thema auf den Spuren der Menschen. Auch hier gleich angegeben, wie lange das ungefähr dauert und auch das Schwierigkeitslevel. Weitere Einheiten zur Höhle von Lascaux. Bildmaterial. Ein kleines Puzzle und weiterführende Aufgaben. Also auch dieses sind Elemente, die man sehr schön für den Distanzunterricht einsetzen kann. Das Ganze dann auch auswerten, gemeinschaftlich oder dann auch wieder im Präsenzunterricht. Das sind schöne Methoden, um Distanz- und Präsenzlernen zu verknüpfen. Wichtig eben, wie ich schon betont habe, alles OER. Ihr braucht also keinerlei Bedenken haben. Hier habt ihr nochmal das Button, könnt ihr auch nochmal nachlesen, den genauen Lizenztext. Was ihr noch findet auf Sego ist ein Arbeitsblattarchiv. Das ist sicherlich auch sehr hilfreich für den einen oder die andere unter euch. Hier steht auf den alten Seiten von Sego Geschichte standen die Module in Form von PDF-Arbeitsblättern zur Verfügung. Daran kann man schon erkennen, Sego Geschichte gibt es schon ein kleines Weilchen. Also zu Anfang des Portals fand man hier eben nur PDF-Arbeitsblätter. Nachdem diese Arbeitsblätter nach wie vor sehr gefragt sind, werden sie hier auch im Arbeitsblattarchiv zur Verfügung gestellt. Ich zeige euch das ganz kurz. Beispielsweise bei diesem Quiz Wer lebte wann? Bei dem Klick kommt ihr direkt auf das Arbeitsblatt, das euch als PDF zur Verfügung gestellt wird. Das könnt ihr dann gleich herunterladen, ausdrucken und natürlich auch weiter bearbeiten, wenn ihr das gerne möchtet.
Als viertes und letztes Beispiel möchte ich euch noch das Siemens Medienportal zeigen. Das Siemens Medienportal ist ein Projekt der Siemens Stiftung. Man hat da viel Zeit und Mühe und Ressourcen reingesteckt. Hier finden wir Unterrichtsmaterialien für die MINT-Fächer. Also wir sind wieder im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich für den MINT-Unterricht. Es finden sich jetzt aber auch zunehmend Medien und Materialien für andere Fächer. Sucht auch gerne mal auf diesem Portal nach Materialien für den Deutsch- oder für den Fremdsprachenunterricht. Aber der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf den MINT-Fächern. Vor einiger Zeit hat die Siemens Stiftung alle Materialien, die hier zur Verfügung gestellt werden, unter eine OER-Lizenz gestellt, nämlich ebenso die CC BY SA. Das war bis vor weniger, so einigermaßen kurzer Zeit, ich glaube bis vor anderthalb Jahren oder so, noch nicht der Fall. Und das ist ein besonders toller Service, weil wir wirklich hier Tausende von Materialien finden, die von einem Team kuratiert werden, also ähnlich wie auch bei den anderen Plattformen, die ich euch gezeigt habe, und euch wirklich eine Vielzahl von Materialien anbieten, die ihr nutzen könnt. Ein kurzer Blick in die Funktionsweise von des Medienportals der Siemens Stiftung. Ihr seht hier oben, auch hier kann man sich anmelden. Das ist tatsächlich nur für Nutzerinnen und Nutzer nötig, die erweiterten Funktionalitäten nutzen möchten, beispielsweise das Anlegen von Merklisten. Das funktioniert so ähnlich wie bei Memojo. Ansonsten könnt ihr einfach gleich eintreten in die Mediensuche. Ihr seht hier, man befindet sich hier standardmäßig im Schülerbereich. Das ist natürlich genauso der Bereich für Lehrkräfte und auch für Eltern. Das bedeutet im Wesentlichen, dass ihr hier direkt auf die Materialien kommt. Der Bereich Fortbildungen beinhaltet Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, auch Methoden. Dort findet ihr noch mehrere Informationen, die in die Lehrkräftefortbildung fallen. Wir gehen jetzt aber einfach mal in die Mediensuche rein. Und ihr seht hier, es öffnet sich der altbekannte Suchschlitz. Hier könnt ihr einen Suchbegriff eingeben oder aber nach Fächern sortieren. Ihr seht auch hier alle möglichen Fachbereiche. Man kann also auf einen Blick erkennen, wie viele Medien zu den eigenen einzelnen Fächern bereitstehen. Man sieht hier schon, Englisch sind 16, während in Chemie und Biologie mehrere hundert zur Verfügung stehen. Physik ganz besonders viele. Also da sieht man schon den Schwerpunkt. Aber man kann da ja auch mal ein wenig rumstöbern. Ihr könnt hier weiter filtern, beispielsweise nach Klassenstufen, nach Aktualisierungsdatum, nach der Mediensprache. Das wird man vermutlich standardmäßig so belassen. Das Aktualisierungsdatum kann eine Rolle spielen, aber in der Regel ist das jetzt keine besonders relevante Information. Wir probieren das einfach mal aus und finden hier diverse Medienpakete für Biologie aus der Klassenstufe 5 bis 6. Wir könnten das Ganze noch einmal einschränken mit einer Schlagwortsuche. Ihr seht, über die Type-Ahead-Funktion bekommt ihr bestimmte Begriffe vorangezeigt. Und hier lande ich beim Medienpaket für die Photosynthese. Was ist nun ein Medienpaket? Wie der Name schon vermuten lässt, findet ihr verschiedenste Medien, ob das Bilder sind, Interaktives, Videos, Text oder Websites. Die sind hier alle ganz komfortabel in einem Paket zusammengeschnürt, dass ihr euch direkt herunterladen, entweder über einen Link teilen oder über einen QR-Code ebenso teilen könnt. Also eine feine Sache. Natürlich könnt ihr euch auch diese einzelnen Medien anschauen, bevor ihr euch das alles runterladet. Seht ihr eine Bruttogleichung der Photosynthese, Lückentext, diverse Videos und so weiter und so fort. Also das ist eine sehr komfortable Methode, wenn man sich zu einem Thema ein Paket beschaffen möchte und nicht sich die Einzelschritte antun mag. Wer sich da ein bisschen mehr Mühe machen möchte, der kann selbstverständlich auch in die einzelnen Einzelmedien gehen. Die Suche funktioniert ebenso. Hier könnt ihr also ebenso nach Fach, nach Klassenstufen und nach Suchbegriff vorgehen. Alle Medien, wie gesagt, frei verfügbar unter der CC BY SA Lizenz, könnt ihr also für euren und für eure Zwecke verwenden.
Das war es bereits in aller Kürze, auch hier zur Siemens Medienstiftung. Ich kann euch nur dazu einladen, das Ganze auszuprobieren. Es ist eine weite Fülle von Materialien verfügbar, die ihr für den Unterricht oder auch für das Lernen zu Hause, für die Unterrichtsvorbereitung oder auch für diejenigen von euch, die selbst Schulkinder oder auch Jugendliche zu Hause haben. Es ist wirklich für jeden was dabei. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Portale, die euch zur Verfügung stehen. Seht euch gerne um. Wie immer gilt, ausprobieren ist das A und O. Die Ambitionierten unter euch sind natürlich auch eingeladen, selbst Materialien einzustellen, um die Community-Arbeit zu bereichern und die Bestände auf diesen Plattformen stetig auszubauen, denn davon lebt die Sache ja. Ansonsten möchte ich mich herzlich bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, ich konnte euch den ein oder anderen Tipp geben und euch auch ein paar Anregungen mit auf den Weg geben für eure eigene Arbeit. Jetzt haben wir alle Zeit in den Weihnachtsferien und ich würde mich sehr, sehr freuen, euch in einem der nächsten Webtalks wiederzusehen und bedanke mich herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.